Wenn du dich fragst, wie man eigentlich Kibbel auf der Nintendo Switch oder bei Arc Mobile herstellt, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das erkläre ich dir in diesem Video. Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Arc-Video. Mein Name ist Nico der Profi und heute zeige ich dir, wie man Kibbel auf der Nintendo Switch oder in Arc Mobile herstellt. Wahrscheinlich habt ihr schon ein Video gesehen, das markiere ich irgendwie hier mal im Bild. Wie man eben Kibbel herstellt und das funktioniert bei euch nicht und das hat einen ganz einfachen Grund, weil es gibt mittlerweile zwei verschiedene Kibbel-Systeme. Und damit ihr den Unterschied versteht, warum das bei euch auf der Switch oder auf Arc Mobile nicht funktioniert, zeige ich euch das einmal hier im Dodex, ist generell eine sehr hilfreiche Seite. Da können wir hier unten auf Kibbel gehen und dann sehen wir einmal hier das Kibbel, was ihr halt wahrscheinlich schon kennt. Das besteht aus 6 verschiedenen Dingern, glaube ich. Jupp, genau, da gibt es verschiedene Versionen und verschiedene Dinos, die eben dann für das Kibbel benutzt werden können. Das ist beim alten Kibbel, ich bin hier auf Switch to Old Kibbel gegangen, beim alten Kibbel sieht das ganz anders aus, denn da haben wir irgendwie immer einen Dino, der eben Eier legt und dem wir dann verschiedene Dinos ziehen können. Also das Kibbel ist immer Dino-bezogen. Das heißt, mit dem Dino-Kibbel könnten wir zum Beispiel einen Dödi, einen Ankylo und einen Patchy zähmen. Oder zum Beispiel könnten wir hier mit dem Skorpion eben einen Rex zähmen oder eben einen Frosch. Das heißt, das Kibbel auf Switch und Mobile ist immer auf einen Dino spezifisch ausgerichtet quasi. Denn wenn wir uns mal das Kibbel angucken, mit dem wir jetzt einen Anki oder einen Dödi zähmen könnten, das sind einmal hier unten angezeigt, da ist eine ganze Menge, was wir dann mit dem Regular Kibbel zähmen könnten. Auf dem PC, dann können wir hier eine ganze Menge Dinos mehr nutzen und auf Arc Mobile bzw. auf der Switch ist es immer nur möglich, mit einem spezifischen Dino dieses Kibbel herzustellen. Das ist also insgesamt der große Unterschied. Gehen wir zurück ins Spiel. Das sind also einmal grob die Unterschiede und das heißt für dich dann in der Praxis, dass du quasi mehr Dinos brauchst als auf dem PC, weil da würde quasi ein Dino-Pärchen ausreichen, um das beste Kibbel herzustellen, weil du kannst mit dem besten Kibbel immer alle darunter auch zähmen. Ist hier also nicht möglich, ist aber nicht so schlimm. Gucken wir uns das Ganze mal an. Da ist also, wenn ihr jetzt einen Rex zähmen wollt mit Kibbel, braucht ihr eben Skorpione in der Base, damit ihr die Eier bekommt. So sieht es dann auch mit den anderen Dinos aus, wenn ihr sie eben mit Kibbel ziehen wollt. Kommen wir aber mal zum Kochen an sich und ich habe heute mal 4 Rezepte rausgesucht, die für euch auf jeden Fall sinnvoll sind, die irgendwie drauf zu haben oder zumindest zu kennen. Und zwar können wir ja mit dem Dilo-Kibbel und hier einen Ankylo zähmen und auch einen Dödi zähmen. Ist vielleicht ganz wichtig, die auch auf einem richtig guten Level zu erwischen, damit man eben gut und effektiv farmen kann. Und wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt einmal an. So, grundsätzlich braucht ihr erstmal für jedes Kibbel entweder einen Kochtopf oder einen Industriekochtopf. Beim Industriekochtopf erspart ihr euch einmal das Wasser, das ihr nicht extra reinlegen müsst und ihr erspart euch auch die Feuerquelle. Kommen wir dann einmal zum Rezept. Wie gesagt, ich blende euch das entweder einmal ein oder zoome euch das hier ran. Ihr braucht auf jeden Fall eine Zitrone, ihr braucht einmal Räucherfleisch, ihr braucht 2 Mechu-Beeren, 3-mal Fasern und ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das nämlich nicht, das Dilo-Ei für das Dilo-Kibbel. Zusätzlich braucht ihr dann immer auch eine Wasserquelle. Ich habe jetzt hier mal ein Wasserglas reingepackt, weil ich das praktischer finde als ein Wasserschlauch. Der läuft nämlich mit der Zeit aus und dann steht ihr blöd davor, wenn ihr Kibbel kochen wollt und das Wasser einfach weg ist. Und der wichtigste Hinweis beim Kibbel kochen nochmal hier, benutzt als Feuerquelle unbedingt Stroh, denn Stroh wird nicht zu Holzkohle und somit versaut euch das Ding dann auch nicht, das Kibbel. Was meint der Mann mit versauen? Wenn ihr jetzt hier Holz reinpacken würdet, dann kommt Holzkohle raus und Holzkohle ist bei vielen Farbrezepten als Zutat mit dabei. Das heißt, dann würde kein Kibbel rauskommen, sondern Farbe. Ist mir früher auch häufig passiert, deswegen da einfach drauf achten, dann passiert das nicht. Einmal zurück zum Dilo-Kibbeln. Wir können jetzt das Feuer hier einmal entzünden und nach 30 Sekunden würde dann da Dilo-Kibbel rauskommen, wenn ich denn auf der Switch oder Arc Mobile spielen würde. Das heißt, bei mir kommt jetzt hier kein Kibbel raus, weil wir einfach am PC sind. Funktioniert für euch aber trotzdem, wenn ihr auf der entsprechenden Plattform unterwegs seid. Kommen wir zu einem weiteren Rezept und das ist das Stegosaurus-Kibbel und das braucht ihr, damit ihr einen Argentavis mit Kibbel zähmen könnt. Auf jeden Fall auch interessant, weil der Argi einfach super zum Transportieren ist. Gucken wir uns also nochmal das Rezept an. Das Rezept sieht folgendermaßen aus. Auch hier braucht ihr wieder eine Zitrone, 2-mal Mechu-Beeren, 3-mal Fasern, eine Wasser Quelle und einmal das Ei. Und was hierbei anders ist, ihr braucht hier diesmal geräuchertes Filet und dann wird das Ganze wieder für 30 Sekunden angestellt und ihr bekommt dann wieder euer Stego-Kibbel raus, mit dem ihr dann Argentavis zähmen könnt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekomme ich denn dieses Räucherfleisch her, beziehungsweise auch das geräucherte Filet, das könnt ihr euch einfach herstellen in einer Räucherkammer und zwar müsst ihr das hier mit Zündpulver und Öl reinpacken und dann bekommt ihr hier jeweils einmal geräuchertes Filet raus, beziehungsweise geräuchertes Fleisch. Wichtig ist dafür, das steht aber hier auch in der Beschreibung drin, dass ihr das Ganze einmal vorher durchbratet und dann erst da reinpackt. Dauert ein bisschen, aber dann habt ihr das auf jeden Fall. Ein weiteres wichtiges Kibbel ist auf jeden Fall das Skorpion-Kibbel. Das haben wir schon angesprochen am Anfang und das ist eben dafür da, um Rexe zu zähmen. Also schauen wir uns das auch einmal an. Das Rezept sieht folgendermaßen aus. Ihr habt hier einmal Mais drin, ihr braucht 2-mal Mechu-Beeren, ihr braucht wie immer eine Wasserquelle. Diesmal auch wieder geräuchertes
Filet, dreimal Fasern und natürlich als Basis das Skorpionei. Stellt ihr wieder an, nach 30 Sekunden habt ihr euer Kibbel und könnt quasi Rexe ziehen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Rezept und das ist das Kentrosaurus-Kibbel. Und mit dem Kentrosaurus-Kibbel könnt ihr einen Yu-Tyrannus ziehen. Und der ist ja vor allem interessant, weil wir sehen es hier schon auto-ermutigen aus. Ja, der kann uns buffen, uns und unsere Dinos und macht uns somit stärker. Deswegen auch auf jeden Fall ein sehr wichtiges Rezept. Schauen wir uns das Rezept also einmal an und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen hier diesmal Ammonitengalle, die bekommt ihr aus dem Meer. Da schwimmen Ammoniten rum, müsst ihr platt machen, könnt ihr farmen. Müsst ihr also schon etwas mehr für tun auf jeden Fall. Wie gehabt, zwei Mecho-Beeren, dreimal Fasern. Ihr braucht wieder eine Wasserquelle und was jetzt hierbei auch noch besonders ist, ihr braucht natürlich das Kentro-Ei, völlig klar. Aber ihr braucht zusätzlich auch noch ein goldenes Hesperonis-Ei. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, Hesperonis, was ist das? Wo bekomme ich das her? Das ist dieser kleine Kollege, der gerade an meinen Haaren knabbert. Den müsst ihr euch auf jeden Fall zähmen und der kann dann goldene Eier droppen, soweit ich weiß. Und dann könnt ihr eben auch dieses Kibbel herstellen. Ansonsten neben mir ist noch ein Video verlinkt, wo dir erklärt wird, wie du mehr Eier bekommen kannst. Ansonsten wäre es schön, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben könntest. Das hilft dem Kanal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.